Fortuna Düsseldorf und der FC Augsburg trennen sich 1:1. Unser Fortuna Talk nach dieser Begegnung präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss EG mit Erik Tommy. Erik, grüß dich. So, servus. Ja, 1:1, da sagt man gerne nicht Fisch, nicht Fleisch. Ihr hättet euch sicherlich mehr gewünscht, auch mit Blick auf das Parallelspiel. Bremen unterliegt in Mainz, damit steht es schon mal fest. Also entweder man schafft noch den Sprung auf den Relegationsplatz, beziehungsweise bleibt dort, bleibt natürlich dort, wir stehen auf dem Relegationsplatz, oder aber es könnte noch nach unten gehen. Also die Situation vor dem letzten Spiel ist spannender denn je, aber lass uns erstmal über das heutige Spiel sprechen. Also, wie hast du die Begegnung gesehen? Ja, ich finde, wir haben eigentlich schnell das 1-0 gemacht, was dann aberkannt wurde leider, und bekommen im Gegenzug das selber das 1-0, zeigen eine gute Reaktion, schießen schnell das 1-1, und in der ersten Halbzeit, fand ich, hatten wir mehr vom Spiel, hätten im letzten Drittel das Ganze noch besser ausspielen müssen, aber ja, hatten, wie gesagt, einen Ticken mehr in der zweiten Halbzeit, muss man ehrlich zugestehen, kam man nicht gut rein. Die Augsburger haben taktisch umgestellt, haben uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Wir haben alles reingeworfen, aber letztendlich haben wir nicht den richtigen Zugriff bekommen, und so dass wir einfach ja, nach dem Spiel sehr, sehr enttäuscht sind, aber uns viel vorgenommen hatten. Wir wollten heute unbedingt gewinnen, und ja, müssen uns jetzt mit dem 1-1 zufrieden geben. Ich versuche mal nachzuhaken. Du sagst nicht den richtigen Zugriff bekommen. Warum? Kannst du das erklären? Die Augsburger haben tief versucht, das Spiel aufzubauen, flache Außenspieler, sodass die Wege immer sehr, sehr weit waren für uns, und irgendwie auch im Ballbesitz haben wir es dann nicht vernünftig hinbekommen, einen geregelten Spielaufbau zustande zu bringen. Und summa summarum ist es halt dann so, dass wir, ja, dass die Zeit dann gegen uns lief, und ja, wir im letzten Drittel dann, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit nicht die Durchschlagskraft hatten. Und ja, war heute nicht unser bestes Spiel, obwohl wir uns, wie gesagt, sehr, sehr viel vorgenommen haben. Und ja, das ärgert uns natürlich sehr. Ich will jetzt keine große Diskussion über den Videoschiedsrichter lostreten, aber trotzdem, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal ein Spiel hatten, was über 90 Minuten ging, wo es keine Situation gab, die irgendwo wieder zurückgenommen worden ist. Irgendwie nervt das doch, oder? Ja, absolut. Ich meine, es war ein super Start mit dem 1-0, oder wäre ein super Start gewesen. Spielte uns in die Karten. Letztendlich ist es so, wir müssen uns damit abfinden. Ich weiß es nicht, ob es eine Fehlentscheidung war oder nicht. Ich habe die Szene selber noch nicht gesehen. Trotzdem müssen wir uns ankreiden, dass wir über 90 Minuten es dann nicht geschafft haben, das Spiel für uns zu entscheiden, weil Zeit war da. Letztendlich ja, bin ich ein bisschen sauer auf uns, dass wir, wie gesagt, da nicht das Spiel irgendwie in die Hand nehmen konnten und das Spiel für uns entscheiden konnten. Zwischen dem möglichen 1:0 und dem 0:1 lagen, glaube ich, 36 Sekunden. Also waren wir da gedanklich irgendwie noch bei dieser Entscheidung? Nein, würde ich nicht sagen. Wir haben das schnell abgehakt. Wie gesagt, hätte uns halt sehr gut in die Karten gespielt, weil wir das früher 1-0 machen wollten. Und ja, in der ersten Halbzeit eigentlich gut im Spiel waren. Ich glaube, nach dem Spiel können wir uns darüber unterhalten. Wir müssen selber nochmal die Fehler anschauen, was da nicht gepasst hat. Aber es war uns auf jeden Fall heute nicht unser bestes Spiel. Das sind ja jetzt gerade für dich persönlich auch ganz spannende Wochen. Du hast ja eine Augsburger Vergangenheit, bist ja in der Jugend dort groß geworden, bevor du dann auch mal ausgeliehen wurdest oder gewechselt hast. War es für dich nach wie vor ein besonderes Spiel? Also kanntest du viele? Klar, einige Spieler, zu denen hat man oder pflegt man noch einen guten Kontakt. Klar, gegen die Augsburger habe ich jetzt schon in der Vergangenheit öfter gespielt. War aber letztendlich ein Spiel wie jedes andere. Es ging um viel. Zwei Spieltage vor Schluss. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so über die Vergangenheit reden. Wir blicken schon wieder nach vorne. Jetzt geht es nächste Woche nach Berlin, und da gilt es dann wieder alles rauszuhauen und gucken, dass wir uns eine gute Ausgangsposition für das Relegationsspiel sichern. Union ist durch, die werden auch nächstes Jahr Bundesliga spielen. Ist das gut für uns, dass man da, also dass, ja, dass die Berliner nichts zu verlieren haben quasi? Oder sagst du, die können ja so befreit aufspielen und letztlich spielt es gar keine Rolle? Die werden natürlich befreit aufspielen, die werden sich haben gar keinen Druck mehr, und aber nichtsdestotrotz ist es dann oft mal so, dass die Mannschaften dann noch eine super Leistung absolvieren. Ich glaube, letztendlich liegt es immer an uns, was wir auf den Platz bringen, und es gilt dann einfach jetzt die Woche gut zu arbeiten, gut zu regenerieren, die Köpfe freikriegen, weil es war natürlich wieder ein Nackenschlag für uns, den wir wegstecken mussten oder müssen, und wir werden uns gut präparieren, um dort alles rauszuhauen und dann, wie gesagt, das Ding zu sichern für uns. Genau, und dann hoffen wir nämlich auf genau diese Relegation und da über den Weg dann zum Klassenerhalt. Und dann geht es schon wieder mit deiner persönlichen Situation weiter. Es könnte möglicherweise der VfB Stuttgart werden. Da war gar nicht klar, für welchen Verein du denn spielberechtigt wärst, denn deine Leihe endet zum 30.06. offiziell. Da gibt es jetzt Planungssicherheit, dass du auf jeden Fall bei der Fortuna bleiben würdest in diesem Fall. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Lieblingsgegner für ein mögliches Relegationsspiel.
Ja, ich habe mich selber damit noch nicht beschäftigt. Klar, das Szenario wäre vielleicht irgendwo, das steht im Raum, aber als erstes gilt es, dass wir nächste Woche das Spiel gewinnen und somit dann die Relegation sichern für uns. Und welcher Gegner dann kommt, ist egal. Im Endeffekt bin ich hier bei Fortuna Düsseldorf und möchte die Klasse unbedingt halten. Deswegen bin ich gekommen und das Ziel habe ich immer noch vor Augen, genau wie die Mannschaft. Und dafür werde ich alles geben bis zur letzten Sekunde. Und ich glaube, da sieht man auf dem Platz. Und ich habe von vornherein gesagt, wenn ich hier den Vertrag bei der Fortuna unterschreibe, bin ich mit Leib und Seele dabei und möchte das Ding auch zu Ende schuppen, weil das liegt mir sehr am Herzen. Tja, und in doppelter Hinsicht hat die Fortuna es selbst in der Hand. Einmal durch den Tabellenplatz aktuell und auch bei dir, denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es auch eine Kaufoption, die man ziehen kann und dann würden wir dich auch nächstes Jahr im Fortuna-Trikot sehen, richtig? Ist auf jeden Fall vorhanden, aber ich habe das immer wieder betont, dass genau diese Personalie erstmal hinten angestellt wird, weil der Fokus liegt ganz klar auf den Klassenerhalt und nichts anderes zählt. Und wenn wir das dann geschafft haben und wenn ich dann der Mannschaft helfen konnte, bin ich auch beruhigt, wir können uns auf jeden Fall über das Thema unterhalten. Erik, ich kann ja aus persönlicher Sicht sagen, du bist so einer meiner absoluten Lieblingsspieler diese Saison gereift durch deinen Einsatz, durch deinen Kampf. Das sind genau die Typen, die wir in Düsseldorf brauchen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Du hast gerade schon angesprochen, Berlin, oder wir haben schon kurz darüber gesprochen. Wie glaubt ihr oder wie wollt ihr das Spiel angehen, wenn wir jetzt nach vorne blicken? Ich glaube, eins ist klar, wir müssen in der Woche schauen, dass wir wieder den Fokus auf uns richten, dass wir das Spiel kontrolliert aufbauen, kontrolliert in die gegnerische Hälfte verlagern, sodass wir einfach, ja, dann sind wir einfach für jeden Spieler, für jede Mannschaft schwer zu bespielen und das muss unser Ziel sein. Klar werden wir uns den Gegner anschauen, aber in allererster Linie müssen wir uns auf uns schauen, weil heute war das nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben und jetzt gilt es erstmal, wie gesagt, in den nächsten 2 Tagen einfach die Köpfe freizukriegen und dann voll konzentriert nächstes Samstag das Spiel anzugehen, alles rauszuhauen, wieder die Leidenschaft auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, dann, wenn wir ein kontrolliertes Spiel aufziehen, werden wir das Ding auf jeden Fall rocken. Und dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir auch in den Spielen danach, in den 2 Bonusspielen, die Liga halten werden. Ja. Uwe Rösler hat zuletzt relativ viel rotiert. Also das hat dich jetzt auch getroffen in Leipzig. Ich denke mal, du wirst alles dafür tun in dieser Trainingswoche, in der Vorbereitungswoche, damit er an dir nicht vorbeikommt. Ich werde Training alles geben, werde mich anbieten und ich glaube, dann wird der Trainer auf jeden Fall die richtigen Spieler auf den Platz bringen. Erik, ich sage vielen, vielen Dank. Ja, Regeneration jetzt die nächsten 1, 2 Tage wahrscheinlich. So habt ihr es auch gehandhabt nach Leipzig. Dann voller Fokus auf das Spiel bei Union Berlin. Und ja, dann hoffen wir, dass es weitergeht in die Relegation und dass die Fortuna die Liga hält. Vielen, vielen Dank. Das war unser Fortuna Talk mit Erik Tommy, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf-Neusse AG. Danke fürs Reinklicken. Vielen Dank. Ciao, ciao.